hatte Kontakt auch zu dem Herrn Ralf Böß oder Boys. Böß heißt er eigentlich. Ne? Der hat also die Bürgerinitiative Grundeinkommen.de gegründet seinerzeit, ist ein Vorkämpfer der, ja, des Grundeinkommens auf der einen Seite und natürlich auch vehementer Kritiker der Hartz-IV-Situation der BRD. Und der hatte jetzt eine Veröffentlichung gemacht. Ich habe ihn übrigens auch eingeladen zu mir in eine Sendung und der sagte, ein paar Wochen dauert es noch, weil er ist sehr beschäftigt im Moment, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ihn auch mal hier bei uns in die Sendung kriegen. Der hat also einen Brief veröffentlicht am 26.10.2012, den ich kurz verlesen möchte. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist soweit. Nachdem ich das Hartz-IV-System durch den Brandbrief, und wer das nicht kennt, kann sich das nochmal anhören oder sich besorgen, durch den Brandbrief herausgefordert habe und die Herausgeforderten lange versucht haben, mich zu ignorieren, werde ich jetzt sehr scharf sanktioniert. Vorerst zwar nur 90% Abzug vom absoluten Lebensminimum, das heißt noch immer 37,40 € statt 374 Euro monatlich zum Leben. Es ist allerdings so, dass die Sanktionierung noch gesteigert werden kann, denn eine Sanktion von 100% mit zusätzlichem Verlust von Krankenkasse und Wohnung ist ja noch möglich. Was ist hier zu tun? Natürlich werde ich die juristischen Mittel nutzen, die mir jetzt geboten sind, so heißt es dort weiter, und hoffe, dass ich hierzu die nötigen Unterstützung erhalten werde. Aber ich werde ab dem 1. November, Beginn der 90%-Sanktion, auch hungern. Denn eindrücklicher kann man die Menschenunwürdigkeit des Sanktionssystems in Hartz IV nicht zur Anschauung bringen. Dabei handelt es sich nicht um einen Hungerstreik, sondern um das einfache Darleben der Tatsache, dass ich sanktioniert werde, weil ich den Verfassungsbruch in Hartz IV nicht anerkenne. Siehe den Brandbrief. Und infolge dieser Nichtanerkenntnis ein Lebenskonzept verfolge, welches unserem Staat, ja, zurzeit noch, nicht gefällt. Dass ich da sanktioniert werde in dem Ausmaß, welches im Hartz-IV-System für jeden, der sich nicht bedingungslos unterwirft, sei es auch aus anderen nicht politischen Gründen, kühl vorgesehen, in menschlicher Hinsicht aber absolut unwürdig und lebensbedrohlich ist. Gefängnis ist meines Erachtens würdiger durchzustehen als Hunger, gesellschaftliche Ausgrenzung, Verlust der Krankenversicherung und, weil die Beiträge später nachgefordert werden, allein schon dadurch explodierender Schulden und Obdachlosigkeit. Mit letzteren ist aber jeder Hartz-IV-Bezieher von Anbeginn bedroht. Um deutlich zu machen, dass nicht ich in den Hungerstreik trete, sondern der Staat mich im Vollzug seiner völlig unzureichenden Ideen vom Wesen der Arbeit mit dem Entzug meiner Lebensgrundlagen bestraft, haben Mitstreiter unserer Initiative für diesen Teil meiner Aktion das Wort Sanktionshungern, sogar noch schärfer Zwangtionshungern, erfunden. Sanktionshungern trifft, wie ich denke, den Tatbestand recht gut. Das Bitten um vielleicht gnädig zur Verfügung gestellte Lebensmittelgutscheine, sie werden nur als Kannleistung und erst auf Antrag zur Verfügung gestellt, ist zusätzlich entwürdigend. Das Einkaufen mit solchen Gutscheinen ist eine höchstgradige soziale Stigmatisation, weswegen ich keinen Gebrauch davon machen werde. Zum Thema, wie ich unterstützt werden kann, wird euch sicher einiges einfallen und ich bin gespannt, was da an Hilfe kommen wird. Zwei Dinge sind aber absolut verboten. Das erste ist die finanzielle Unterstützung meiner Person, also vom Ralf Böß oder Böß, B-O-E-S geschrieben. Das ist also wichtig, ne? Dass er das nicht will. Dann würde das Jobcenter entlassen und die Kraft der Aktion zerstören. Auch Essen zu bringen ist untersagt. Das zweite sind Aufrufe gegen das Jobcenter oder Aufrufe zu Unruhe oder Gewalt. Ich schreibe das, weil es in Hartz IV inzwischen so große Verzweiflung, so sehr viele Verzweifelte gibt. Ist also verboten, ja, bitte, das meint er und das halte ich auch für richtig. Das Monopol auf Gewalt hat einzig der Staat, im Moment. Wir würden die Tore zu Zuständen öffnen, die sich von uns niemand wünschen kann, wenn wir das missachten würden.
Das sehe ich eigentlich auch so. Ja. Wir bekämpfen nicht Menschen, sondern ein Gesetz. Das dürfen wir nie vergessen. Und in meinem Fall, so sagte Ralf Böß, waren die Mitarbeiter des Jobcenters immer bestens um mein Wohl bemüht. Sie können jetzt nicht anders, selbst wenn sie wollten, weil ein unmenschliches Gesetz sie zwängt. Das ist seine Ansicht. Ja, so schreibt er. Soweit zu dem, was nicht geht. Doch wie könnt ihr mir helfen? Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich dürft ihr auch spenden, denn natürlich brauchen wir auch Geld, und zwar sogar in Massen, aber nicht für meine Person. Um deren Wohlergehen soll sich gefälligst das Jobcenter kümmern, sondern für die Sache. Wir brauchen Geld für Anwälte, am besten für ein ganzes Team, die mit Lust und Kompetenz die Klagen durch alle Gerichte bringen. Und wir brauchen Geld für weitere Aktionen. Sowohl der Brandbrief als auch der Film Hartz IV, Ziviler Ungehorsam, sollten jetzt massenhaft Verbreitungen finden. Anmerkung von mir, ich werde dann nachher auch die Links dazu packen bei mir in der Veröffentlichung der heutigen Sendung. Dann Veranstaltungen über die Grundrechte, die verfassungswidrig gerade abgeschafft werden soll. Die gegenwärtigen Problemlagen in Politik und Gesellschaft, dazu gehört natürlich auch Hartz IV, und über die möglichen einfachen und wirkungsvollen Lösungen sollten verstärkt möglich sein. Die Mitglieder unserer Bürgerinitiative müssen im Sinne des Geistes der Aktion handlungsfähig sein, auch wenn meine Kräfte schwinden. Vielleicht brauchen wir vorübergehend ein Aktionsbüro. Viele Ideen werden sich entwickeln, ein paar Wochen Zeit haben wir noch, und ich hoffe, dass wir sie gut nutzen werden. Für die nächsten Tage ist schon Folgendes geplant. Und so weiter. Da gibt es also noch ein paar Themen. Ich will das auch nicht alles weiter vorlesen. Ich werde diesen Brief also als Anlage da hineinbringen. Wer dort mitmachen will und sich melden will, auch als und wenn er nicht nur spendet, sondern einfach nur mitmacht und auch die Informationen verbreitet, kann uns das allen nur helfen. Denn wir müssen uns jetzt alle zusammen finden, egal welche Ansichten wir auch sonst so vertreten. Wir müssen solidarisch sein und wir müssen jetzt alle zusammen gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. Und das finde ich richtig. Und deshalb freue ich mich, wenn der Ralf Böß vielleicht so in 14 Tagen oder so Zeit hat, uns auch mal seinen Eindruck von der Situation hier mitteilen zu können. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Ja, das vielleicht noch dazu, weil das ist auch ganz wichtig, weil wir uns jetzt in einer Art Auseinandersetzung finden mit denen, die uns verknechten und versklaven wollen, und den Menschen, denen täglich mehr klar wird, dass es hier um Verknechtung und Versklavung geht. Das sind natürlich in erster Linie die Betroffenen, aber natürlich auch die anderen Menschen, die sehen, hoppla, das geht in ein komplett falsches Fahrwasser. Wenn wir das gestatten und so laufen lassen, dann werden wir alle darunter leiden müssen. Und ich denke, das ist wichtig, dass das rumgeht, diese Information. Witness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter witness.net.